Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Heute Nacht. Da flüchten Menschen nach Deutschland, suchen bei uns Schutz und dann das. In mehreren nordrhein-westfälischen Heimen werden sie von Wachleuten misshandelt. Katastrophal zudem die Unterbringung. Flüchtlingsheime platzen aus allen Nähten. NRW nimmt so viele Menschen auf wie kein anderes Bundesland. Dieses Jahr wohl 37.000. Ministerpräsidentin Kraft lud heute Abend ein zu einem nordrhein-westfälischen Flüchtlingsgipfel. Dörte Färber. Eine große Runde, eine kurze Tagung und am Ende auch noch gute Nachrichten. Das ist selten und an diesem Abend tatsächlich geschehen. 46 Millionen Euro mehr, sagt das Land NRW für Flüchtlinge zu. Und alle sind zufrieden. Für mich die wichtigste Botschaft ist, dass auch hier bei diesem so wichtigen Thema wieder alle an einem Strang ziehen. Denn seit den Übergriffen im Flüchtlingsheim in Burbach steht die Regierung unter massivem politischen Druck. Heute Abend aber richtet die Opposition den Blick nach vorn. Wir haben ganz bewusst die Versäumnisse der letzten Wochen ausgeklammert und gesagt, was kann denn jetzt besser werden? Und wo haben wir denn Gemeinsamkeiten für die Zukunft? Besser werden soll es vor allem für die Kommunen. Sie bekommen mehr Geld für die Unterbringung der Flüchtlinge. Das ist dringend nötig, zeigt das Beispiel Köln. Hier wird gerade ein Baumarkt für die Unterbringung von Flüchtlingen umgerüstet. 200 Menschen sollen in die Halle, fast ohne Tageslicht. Toiletten soll es nur draußen auf dem Parkplatz geben. Ich halte das für eine absolute Katastrophe, für eine humanitäre Katastrophe, dass in einem so reichen Land wie Deutschland, in einer so reichen Stadt wie Köln, Menschen in so einem Gebäude untergebracht werden. Allein nach Köln kommen wöchentlich 200 neue Flüchtlinge. Hilfe wird dringend gebraucht. Mehr Geld soll es nun auch für die soziale und medizinische Betreuung der Flüchtlinge geben. Doch NRW allein könne das nicht schaffen. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden. Der Bund muss sich stark engagieren, indem er dauerhaft einen Finanzierungsbeitrag übernimmt. Der Bund soll vor allem einen Teil der Gesundheitskosten übernehmen, lautet die Forderung. Am Donnerstag gibt es dazu direkt ein Treffen im Kanzleramt. Nun ist es offiziell. Die SPD in Thüringen hat sich für Koalitionsverhandlungen mit Linken und Grünen entschieden. Damit könnte Bodo Ramelow nun Deutschlands erster linker Ministerpräsident werden. Der 58-Jährige bezeichnete das Votum der SPD als großen Vertrauensbeweis. Der Vorstand der Sozialdemokraten stimmte gleichzeitig gegen die Fortsetzung der Koalition mit der CDU. Der Empfehlung muss noch die SPD-Basis zustimmen. Der Kampf um Kobani ist auch ein Konflikt innerhalb der NATO zwischen den USA und der Türkei. Washington will die syrisch-kurdischen Kämpfer in Kobani gegen die IS-Terrormiliz unterstützen. Ankara betrachtet sie genauso als Terroristen wie die PKK. Doch heute nun macht die Türkei ein Zugeständnis. Sie will kurdische Peschmerga aus dem Nordirak über die eigene Grenze lassen, um den Kurden in Kobani zu helfen. Roland Strumpf. Bilder aus der umkämpften syrischen Stadt Kobani. Erbittert ringen Kurden und Dschihadisten um jede Häuserecke, um jeden Straßenzug. Seit 5 Wochen kämpfen die Konfliktparteien um die Herrschaft über Kobani. Die neueste Entwicklung. In der vergangenen Nacht warfen amerikanische Transportmaschinen Waffen und Medikamente über Kobani ab. Das hier sind Archivaufnahmen. Keine Waffen aus Amerika, sondern eigene kurdische Waffen, die die Amerikaner nur transportierten. Und noch eine Meldung sorgte für Aufsehen. Ankara erlaubt kurdischen Kämpfern aus dem Irak über die Türkei nach Kobani zu gelangen. Wir haben kein Interesse daran, dass die Stadt in die Hände islamischer Fundamentalisten fällt, so der türkische Außenminister. Die türkische Regierung hat alles getan, um den Kampf der Kurden immer wieder als Terrorismus zu brandmarken. Damit ist Ankara gescheitert. Und genau deshalb kommt jetzt auf einmal dieses Zugeständnis. Die heftigen Angriffe der amerikanischen Luftwaffe während der vergangenen Tage blieben nicht ohne Wirkung. Nach übereinstimmenden Meldungen konnten die Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates aus dem Zentrum von Kobani zurückgedrängt werden. Zurzeit scheint sich das Blatt im Kampf um Kobani zugunsten der Kurden zu wenden. Ein endgültiger Sieg ist das aber noch nicht, denn beide Seiten haben sich in einen heillosen Stellungskrieg verhakt. Und der ist noch lange nicht entschieden. Immer drängender wird die Sorge um die, die in Kobani noch ausharren. Rund 15.000 Bewohner sind eingeschlossen, ohne Hoffnung auf Flucht oder Entkommen vor dem Krieg.
Oktober 1981. In schwedischem Sperrgebiet havariert dieses russische U-Boot auf Spionagemission. Eine peinliche Panne in Zeiten des Kalten Krieges. Jetzt, 33 Jahre später, rätseln die Schweden wieder, was da vor ihrer Küste passiert. Die Marine spricht bisher nur von einer ausländischen Unterwasseraktivität in den Schären vor Stockholm. Doch angeblich hat sie einen russischen SOS-Ruf abgefangen. Henna Hebestreit zur Jagd mitten im Oktober. Schwedens Marine macht ernst. Aus einem 10 Kilometer großen Gebiet in der Ostsee vor Stockholm vertreibt sie alle Schiffe und Flugzeuge. Offenbar vermuten die Militärs dort den unbekannten Eindringling, den sie seit Tagen suchen. Wer oder was in den Gewässern vor Stockholm einen Hilferuf abgesetzt hat, ist der Marine offenbar immer noch ein Rätsel. Der Schnappschuss eines Hobbyfotografen gibt Raum für Spekulationen. Ich denke, jeder sollte selbst beurteilen, was er darauf sieht. Der Fotograf hat ein Objekt an der Oberfläche gesehen, das wenig später abgetaucht und verschwunden ist. Der Schifffahrtsexperte Frank Behling hat eine Erklärung für das, was der Fotograf dort aufgenommen hat. Wer U-Boote kennt oder auch diese Notauftauchmanöver kennt, der könnte durchaus zu dem Schluss kommen, dass das Auftauchen oder ein aufgetauchtes U-Boot ist, das von einem Wasserschwall bei einem Notmanöver fotografiert wurde. Ein russisches vielleicht, denn seit Jahresbeginn ist Russlands Marine im Ostseeraum sehr aktiv. Und vor Stockholm gab es für Moskaus U-Boote schon immer einiges zu spionieren. Es gibt dort eine geheime Basis der Schweden, Muskö. Es kann sein, dass das ein Aufklärungsauftrag war, weil U-Boote werden heute überwiegend dazu eingesetzt, um verdeckt zu operieren, um Informationen zu beschaffen und dabei natürlich auch durchaus immer in Hoheitsgewässer einzulaufen. Moskau allerdings dementiert und verweist auf ein holländisches U-Boot, das hier an Manövern beteiligt war. Kann nicht sein, sagt die Regierung in Den Haag, das U-Boot sei weit entfernt. Das neutrale Schweden gibt sich diplomatisch. Wir erleben in letzter Zeit immer öfter Manöver von Russland, aber auch von der NATO. Es gibt keinen Anlass zu übermäßiger Besorgnis, aber wir wollen schon wissen, was vor unserer Haustür in der Ostsee vor sich geht. Und so sind Schwedens U-Boot-Jäger ohne Pause auf der Suche nach dem Schiff, das vielleicht direkt vor ihrer Nase herumschnüffelt. Ich möchte betonen, wir jagen hier kein U-Boot. Wir wollen nur wissen, was unter Wasser vor sich geht. Die Antwort findet sich vielleicht in den tiefen Gewässern des jetzt zum Sperrgebiet erklärten Teils des Stockholmer Schärengartens. Streik und kein Ende in Sicht. Bereits zum 8. Mal in diesem Tarifkonflikt haben die Lufthansa-Piloten ihre Arbeit niedergelegt. Seit dem Mittag musste die Fluggesellschaft über 1400 Kurz- und Mittelstreckenverbindungen streichen. Besonders stark betroffen war Frankfurt am Main. Und morgen kommt auf die Passagiere noch mehr zu. Ab 6 Uhr soll auch die Langstrecke bestreikt werden. Die Vereinigung Cockpit kämpft vor allem für die bezahlte Frührente der Piloten. Was gibt es Schöneres, als seinen Erfolg zu teilen? Den ersten Marathon unter 3 Stunden, das sollen doch alle Lauffreunde über Facebook wissen. Und wo ich gerade jogge, wie viel Kalorien ich verbrauche und wie meine Sporternährung aussieht, das alles speichern Fitnessarmbänder, Uhren und Apps. Das hilft, motiviert, macht Spaß, kann aber auch ungewollt ins Schwitzen bringen, wie Sven Rieken zeigt. Jeden Montagabend ist Lauftreff an der Hamburger Außenalster. Fitness-Apps, Armbänder und Uhren sind bei den Freizeitläufern ein großes Thema. Die Zeiten vom letzten Lauf, die schönste Strecke, Herzfrequenz oder der höchste Kalorienverbrauch. Mit den smarten Geräten ist vieles leicht vergleichbar. Das ist natürlich schon mal motivierend, wenn man merkt, oh, ich habe gerade eine gute Runde und man denkt, oh, ich könnte heute mal einen neuen Rekord schlagen. Das ist natürlich immer Anreiz, finde ich schon. Wir laufen eigentlich in dieser Gruppe fast alle auch irgendwie Wettbewerbe im Jahr. Also mal einen Marathon, mal einen Halbmarathon, einige auch öfter. Und dafür ist es natürlich auch schon ganz schön wichtig, eine Aufzeichnung von den Kilometern zu haben, die man dafür sich vorbereitet hat. Ob Smartphone oder intelligente Armbänder, alle diese Geräte wollen ihre Daten irgendwo hinschicken. Meist landen die Daten in der Cloud des Herstellers. Die persönliche Fitness gespeichert irgendwo auf einem Server. Von uns sind so viele Daten im Netz. Und wenn du jetzt Facebook dir mal anguckst, was da gepostet wird, was da an Informationen preisgegeben wird, das langt dreimal. Da machen wir keine Gedanken mehr. Die meisten Hersteller von Fitnessarmbändern bieten einen kostenlosen Online-Speicher an. In den AGB einiger steht allerdings auch, dass diese Daten für Marketingzwecke genutzt werden dürfen.
Die können sich dann angucken, wie oft trainiere ich, meinetwegen wie sportlich bin ich denn. Bei vielen Portalen kann man ja noch viel mehr ablegen, weil meinetwegen meine erfolgreichen oder nicht so erfolgreichen Abnehmbemühungen, was ich so esse, was ich gerne esse, was ich nicht so gerne esse, ob ich Diabetes habe. Was war das für ein Aufschrei, als die neue elektronische Gesundheitskarte getestet wurde? Die Gegner haben neben diesem kleinen Kasperletheater große Demonstrationen organisiert. Patientendaten elektronisch erfasst, irgendwo im Netz, unmöglich. Und heute posten Fitnessarmbänder mit Hilfe ihrer Nutzer diese Daten selbst ins Netz. Ein Arbeitnehmer meldet sich krank im Unternehmen, gibt vor, dass er einen verstauchten Fuß hat oder eine Sehnscheidenentzündung. Und gleichzeitig geht er dann um die Alster joggen, schafft eine tolle Bestzeit. Diese wird entsprechend abgespeichert. Ja, und dann gibt es Kräfte, denen es gelingt, an diese Daten heranzukommen mit Datum, mit Uhrzeit, mit der Bestzeit. Und ja, schon hat der Arbeitnehmer ein Problem. Schöne neue Fitnesswelt. Die elektronischen Sporthelfer motivieren zum Weitermachen, so viel ist klar. Man muss aber auch die Tücken kennen, damit der Lauf um die Alster in Hamburg bleibt und nicht auf einem Server liegt, irgendwo in der Welt. Fantastisch wird das Wetter morgen leider nicht, die stürmisch nassen Aussichten. Am Dienstag zieht von Westen kräftiger Regen heran, dabei gibt es zum Teil schwere Sturmböen. Im Osten bleibt es am längsten trocken. Die Temperaturen erreichen 12 Grad im Norden und bis zu 20 Grad im Südwesten. Das war's von uns. Aktuelle Informationen haben wir jederzeit für Sie auf heute.de. Jetzt heißt es im kleinen Fernsehspiel Good Morning Karachi. Wir aber sagen gute Nacht, tschüss und auf Wiedersehen.